Seid gegrüßt, hier ist Franz von Franz Television. Ich bin an Corona infiziert, leider, und muss in Isolation. Bin jetzt in meinem K, also in Quarantäne bin ich. Und wie es mir dabei geht und wie das alles passieren konnte, das werde ich euch heute in meinem Video erklären. Bleibt dabei, nach dem Intro geht's weiter. Jetzt bin ich wieder herinnen in meinem Wohnmobil, heute in Rot-Weiß-Rot, mit den österreichischen Nationalfarben. Ja, wie ich vorher schon in der Einleitung gesagt habe, ich bin an Corona, an Covid-19 erkrankt, beziehungsweise ich wurde infiziert. Wie ist das passiert? Ich möchte mal zurückschauen. Wir haben jetzt wirklich seit der Corona-Zeit immer trainiert. Es war immer Training und also immer wenn es möglich war, außer in der Lockdown-Zeit. Wir haben intensiv gearbeitet, es ist eigentlich nie was gewesen. Und jetzt am Donnerstag, den 25.11., dürfte ich mich beim Training infiziert haben. Also das ist fast sicher. Okay, hat man sofort keine Beschwerden. Die Beschwerden kommen erst später, beziehungsweise ich hatte fast keine Beschwerden. Also am Donnerstag Infizierung, ich hatte ja dann am Samstag und Sonntag noch am Märscher Christmarkt mit unserem Stand gearbeitet. In weiterer Folge hatte ich am Sonntag noch den Talent Day abgehalten in Divadonge mit 24 Sportlern und mit Trainern. Und wie gesagt, am Sonntag am Abend nach diesem Talent Day wieder auf dem Stand in Märsch. Und am Abend bin ich dann auf den Campingplatz gefahren und dann bekam ich eine Information von einer Mutter, dass die Tochter infiziert ist und dass sie am Donnerstag beim Training war. Aufgrund dessen habe ich mich selbst sofort isoliert und habe dann keine Kontakte mehr gehabt. Ich habe mich auch nicht sehr wohl gefühlt zu dieser Zeit. Ich habe mir gedacht, ich habe mich ein bisschen verkühlt am Christmarkt. Man hat gearbeitet, man hat geschwitzt, man ist wieder rausgegangen. Und da kann es durchaus vorkommen, dass es war feucht, kühl und grausig und also da kann es vorkommen, dass man sich verkühlt. Dann bin ich in Selbstisolation gegangen. Ich hatte Kopfschmerzen und so grippeähnliche Symptome. Am Montag musste ich das ganze Tracing machen. Natürlich, das Mädchen hatte bei uns trainiert am Donnerstag. Ich musste im Gesundheitsamt alle Leute bekannt geben, die am Donnerstag auch beim Training waren. Inzwischen ist hereingekommen, dass in der zweiten Gruppe auch jemand infiziert ist. Jetzt musste ich alles aufarbeiten und hatte alle Kontakte mit allen Telefonnummern und mit allen E-Mail-Adressen, musste ich dem Gesundheitsamt bekannt geben. Das habe ich dann auch gemacht. Da war ich den ganzen Tag damit beschäftigt. Ich habe auch mit dem Gesundheitsamt telefoniert und mich ausgetauscht. Und Dienstag am Abend hatte ich immer noch Kopfschmerzen, dann habe ich einen Selbsttest gemacht. Dieser Selbsttest war dann positiv, das sind meine Lollipops, meine Tests. Dieser Test war positiv. Da muss ich eine Geschichte dazu sagen. Erst habe ich diesen Test gemacht, habe alles vorbereitet, wie es vorgeschrieben ist, habe so raufgeschaut und habe dann einen Strich gesehen. Und habe gerade telefoniert und habe gesagt, super, ich bin nicht positiv, ich habe nur einen Strich. Dann habe ich ein paar andere Sachen gemacht, habe das jetzt zur Seite gelegt und irgendwo noch so 20 Minuten später schaue ich wieder rauf, wow, zwei Striche. Dann ist der zweite Strich in meiner Abwesenheit, in meiner Unaufmerksamkeit dazugekommen und ich habe mich wirklich erschreckt in diesem Moment, wow, ich bin positiv. Okay. Was ist, ich bin positiv, dann denkt man nach, mit wem hatte ich Kontakte. So, sofort habe ich den Beauftragten der Flamm angerufen, der zuständig ist für unser Covid-Beauftragter. Und der hat mir sofort einen Termin nächsten Tag zwischen 6 und 7 Uhr morgens schon gemacht in einem Labor, um sofort einen PCR-Test zu machen.
Habe ich auch gemacht. Nächsten Tag in der Früh, also am Mittwoch in der Früh, bin ich dann zum PCR-Test gegangen. Und Nachmittag um 17 Uhr bekam ich Bescheid, ich bin positiv. Okay, das ganze Tracing begann jetzt von vorne. Jetzt nicht mehr die Kontakte von Donnerstag, sondern jetzt die Kontakte von Freitag, Samstag, Sonntag. Alles wieder rausschreiben, alle Leute anschreiben. Ich musste alle anrufen und sagen, gib mir bitte die Daten deiner Leute, ich muss das melden. Auch wieder Kontakt mit dem Gesundheitsamt, alles hat super funktioniert. Also alles aufarbeiten und bis am Donnerstag am Abend hatte ich alle Kontakte, habe die auch weitergegeben an das Gesundheitsamt. Am Donnerstag war ich noch so ein bisschen grippeähnlich, auch ganz wenig, es klang schon richtig ab. Am Freitag am Morgen war ich beschwerdefrei. Ich hatte weder Kopfschmerzen noch merkte ich von meinen grippeähnlichen Symptomen etwas. Ich war total beschwerdefrei. Machte ich wieder einen Test, also am 3.12. Dieser Test war dann auch wieder positiv. Okay. Also ich lebte in meinem Wohnmobil. Über das werde ich später sprechen. Ich lebte im Wohnmobil bis Sonntag und am Sonntag dachte ich mir, so, heute ist Krampustag, heute mache ich wieder einen Test. Und der Test am 5.12. war dann das erste Mal negativ. Das entbindet mich natürlich nicht von meiner Isolation. Die Isolation dauert noch bis 10. Am 10. bin ich dann wieder frei und kann auch den Training wieder beginnen. Alle Kontakte, die ich hatte, und die waren auch eng, zum Beispiel in dieser kleinen Hütte, wo wir gearbeitet haben, beim Training auf der Matte. Die Kinder sind mit mir mit dem Auto mitgefahren zum Training. Alle sind negativ. Und das hat mich irgendwo gefreut, dass ich zumindest keinen angesteckt habe. Auch wenn ich das gemacht hätte, ich hätte nichts dafür können. Ich wusste ja nicht, dass ich infiziert war, beziehungsweise du machst das nicht absichtlich. Sobald du sowas weißt, würdest du ja sowieso alles canceln. Ich habe dann auch den Talent Day in Beaufort gecancelt sofort, also für diese Woche natürlich alle Trainings abgesagt. Und jetzt ist dann wieder alles schön runtergekommen und wir können die letzte Woche dann vor den Weihnachtsferien noch ausgiebig und schön trainieren. Natürlich auch mit Vorsichtsmaßnahmen. Ich werde natürlich die Maske tragen als Trainer in dieser Zeit. Es wäre natürlich fatal, wenn man sich vor den Weihnachtsferien infiziert und dann vielleicht zu Weihnachten alle in Isolation, in Quarantäne sind. Okay, das war mal der erste Punkt, der chronologische Ablauf meiner Erkrankung. Also sehr mild, sehr, sehr mild. Und da bin ich schon mal sehr froh. Meine Beschwerden waren wirklich minimal. Wie lebt man so auf 7 Quadratmeter 14 Tage oder fast 14 Tage in Isolation? Ist das eine Herausforderung? Ich muss sagen, für mich nicht. Erstens einmal war ich immer beschäftigt bis dato. Ich habe so viel zum Arbeiten, auch im Büro. Ich habe Sachen zum Aufarbeiten, ich habe Sachen zum Vorbereiten. Ich war eigentlich immer beschäftigt, mir war nie langweilig. Ich kann mich auch mit mir selbst sehr gut beschäftigen und das hängt natürlich nicht nur davon ab, wie man als Mensch ist, sondern auch wie man die Aufgaben in der Vergangenheit gemacht habe. Wenn ich mit meinem Fahrrad unterwegs bin, kreuz und quer durch Europa, ich bin tagelang alleine und ich muss mich mit mir alleine beschäftigen, mit mir alleine zurechtkommen. Ich habe damit null Probleme. Ich beschäftige mich, mir ist nicht langweilig, ich versuche meine Arbeiten abzuarbeiten, eine Ordnung zu halten in meinem Wohnmobil. Ja, und übrigens, mein Wohnmobil hat sich herausgestellt, dass es wirklich ein tolles Wohnmobil ist.
Alles, was ich brauche, habe ich. Und ich schaue mir oft so gerne Videos an, wie diese Top-Super-Wohnmobile. 10 Meter, 9 Meter, 8 Meter, 7 Meter, 50. Und man sagt, oh, ein super Raumwunder mit 7 Meter 40. Mein Auto hat nur 5 Meter 60 und ich habe alles hier herinnen. Von der Küche über meine Schlafstätte, über mein Badezimmer, über mein Büro, über mein Storage, über meinen Dachboden. Alles habe ich hier. Alles ist für mich so vorbereitet, damit ich damit leben kann. Der Grundriss ist für mich eigentlich ideal. Und das Auto ist kompakt und kurz. Mit dem kann ich überall parken. Ich habe kein Problem, irgendwo mein Auto irgendwo quer reinzustellen. Die Länge passt. Ich muss nicht irgendwo Sonderparkplätze suchen, weil mein Auto eine riesige Überlänge hat. Natürlich, ein neues Auto hat viele neue Features und so weiter und dadurch ist es auch viel schöner und eleganter, aber eigentlich ist meine Hütte sehr, sehr gemütlich. Jetzt, ich arbeite in meinem Wohnmobil, ich koche in meinem Wohnmobil und ich lebe in meinem Wohnmobil. Ich war ein paar Tage überhaupt nicht draußen. Ich war jetzt sicherlich 40 Stunden nie vor dem Wohnmobil. Ich habe alles erinnern. Ich habe kein Solar, weil in Luxemburg ist Solar eigentlich fast überflüssig, weil bei diesem Wetter, die Sonne ist sehr, sehr, ich weiß gar nicht, gibt es in Luxemburg überhaupt noch die Sonne? In den letzten Wochen habe ich nicht viel Sonne gesehen. Ich habe jetzt, nachdem ich einen Thermomix jetzt habe und der wirklich mir bei gewissen Sachen sehr, sehr, sehr behilflich ist, habe ich versucht, das erste Mal in meinem Leben zu backen. Und zum Backen brauche ich natürlich auch einen Backofen. Jetzt habe ich mir auch einen Backofen gekauft. Und mit dem Backofen in Verbindung mit dem Thermomix habe ich jetzt ein paar Sachen gemacht. Das erste war ein Apfelstrudel. Der Apfelstrudel hatte eine Überlebenschance von 4 Stunden. Dann war er weg. So gut war er. Dann habe ich mir jetzt gemacht einen Schokoladenkuchen. Ihr seht die Bilder. Super gut. Noch was habe ich gemacht? Was habe ich noch gebacken? Und ganz am Anfang habe ich was anderes gebacken. Ja! Einen Marmorkuchen. Das war das allererste. Auch der war lecker, lecker. Nur genau, und zu dieser Zeit, als ich den Marmorkuchen machte, hatte ich auf diesen Abend keinen Geschmack. Das war auch eine Auswirkung meiner Corona-Erkrankung. Aber ich hatte das nur ein paar Stunden, witzigerweise. Einen Abend, nächsten Tag in der Früh, war der Geschmack wieder hier. Es war auch ein bisschen Appetitlosigkeit. Das ein Gefühl, das ich überhaupt nicht kenne, hatte ich auch. Aber auch nur, leider nur ganz kurze Zeit, sondern nur, einen Tag war ich appetitlos. Und dann kam der Appetit wieder und das ist die Gefahr, wenn man jetzt wieder versucht, was zu kochen, was zu backen, das muss man natürlich auch essen. Und ich alleine in meinem Wohnmobil habe ich auch keinen, der mir dabei hilft. Ich muss alles alleine essen. So, was war noch super? Also was mich ganz, ganz, ganz gefreut hat, dieses Mitgefühl meiner Menschen, mit denen ich die ganze Zeit zusammen bin im Training, im Verband und so weiter. Jeder war sehr besorgt um mich und jeder hatte Angst, dass ich verhungere und jeder wollte mir was vorbeibringen. Da ist, ich habe immer einen Vorrat und dieser Vorrat lässt mich sicher, ich sage mindestens 10 Tage autark sein, ohne dass ich ein Geschäft brauche. Und das ist hier möglich gewesen auf meinem Campingplatz und ich glaube, dass diese Zeit vorübergehen wird. Ich mich auch ein bisschen erholen konnte und es ist ja auch Adventszeit, ein bisschen eine ruhige Zeit. Draußen ist Nebel und ein so richtiges Graupelwetter und hier herinnen übrigens auch gemütlich warm. Meine Heizung funktioniert tadellos. Ich habe 20, 21 Grad, das ist für mich vollkommen ausreichend. In der Nacht schalte ich runter, da brauche ich überhaupt keine Heizung, in der Früh schalte ich dann wieder ein. Auch Körperpflege, kein Problem. Meine letztjährige umgebaute Dusche oder Badezimmer funktioniert perfekt. Warmwasser habe ich kann mich duschen.
Ich kann mich rasieren, jetzt bin ich wieder rasiert, ich kann mir meine Haare waschen, ich kann alles machen, was ich will. Und vergesst nicht, alles nur auf 7 Quadratmeter. Mehr Platz habe ich nicht. Eigentlich reicht's. Das Einzige, was ich noch machen müsste, ist Wäsche waschen. Und das werde ich dann, sobald ich wieder rauskomme, aber ich habe genug mit. Also ich bin immer frisch angezogen, also ist auch kein Problem. Vorerst, aber da müsste man so alle 2 Wochen, muss ich schon einmal, brauche ich eine Waschmaschine. Und das ist eigentlich im Grunde auch alles machbar und alles organisierbar. So, das war mein kurzer Rückblick auf meine Corona-Erkrankung, auf mein Leben im Wohnmobil, in dieser Isolation. Wie gesagt, mein Fazit, kein Problem. Und wenn ihr mich fragt, bist du geimpft, muss ich sagen, ja, ich bin geimpft. Ich bin, meine zweite Impfung hatte ich letztes Jahr am 8. Juli. Trotz alledem, ein halbes Jahr später, habe ich mich infiziert. Ich denke, aufgrund dessen, dass ich geimpft war, ist mein Verlauf so mild gewesen. Ich brauche mich jetzt nicht mehr boosten. Auch ein Vorteil vielleicht, das spare ich mir, ich bin jetzt natürlich immunisiert und wenn ihr mir fragt, ob ich das wieder machen würde, ja, ich würde mich sofort wieder impfen lassen. Erstens einmal für meine eigene Gesundheit und zweitens auch zum Schutz meiner Mitbürger. Das ist auch mein moralisches Prinzip seitens von Jigoro Kano. Zum Wohle aller. Und ich darf nicht nur auf mich schauen, sondern ich muss auf meine Mitmenschen auch schauen, dass wir gemeinsam diese Pandemie irgendwie hinter uns bringen. Also, meine Freunde, bis nächsten Montag. Aber dann bin ich schon wieder heraus aus meiner Isolation. Bis zum nächsten Montag und ciao, euer Franz von Franz Television.